Häufig werden Informatikstudenten zum Hacker, aus Spaß oder sportlichem Ehrgeiz. Gegen viel Geld werden sie später als Auftragshacker von Regierungen angeheuert. Immer wieder hört man, dass die besten Hacker aus Russland kommen. Sie betreiben es als traditionelles Hobby, sind clever, arbeiten lautlos, meist unsichtbar und zum Großteil in Gruppen. Heute geht es jedoch um drei Einzelgänger, die ertappt worden sind. Viel Spaß! Nummer 3. Kevin Poulsen ist wohl der bekannteste Cyberganove in den USA. Ein besonderes Stück glückte ihm, als sich der Radiosender KISS FM in Los Angeles ein Telefonquiz ausgedacht hatte, bei dem der 102. Anrufer einen nagelneuen Porsche gewinnen sollte. Kurz darauf kaperte er das gesamte Telefonnetz des Senders und sorgte so dafür, garantiert der 102. Anrufer zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits auf der Flucht vor dem FBI, das ihn wegen zahlreicher anderer Hacks jagte. Gesucht wurde er auch über das Fernsehen. Genau in dem Moment, als sein Foto über die Bildschirme flog, brachen sämtliche Leitungen des Fernsehsenders zusammen. Er wurde geschnappt und schließlich zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung entzog er sich von seinen früheren Aktivitäten und begann eine Laufbahn als Journalist. Heute arbeitet er als Redakteur. Nummer 2. Der Mafia-Boy heißt mit bürgerlichem Namen Michael Colso. Er stammt aus einem Vorort von Montreal und ging noch zur Highschool, als er im Februar des Jahres 2000 einige aufsehenerregende Angriffe auf die Computer der größten Internetportale startete. In sein Visier gerieten die Netzwerke von Amazon, eBay, Yahoo, CNN, Dell und des Online-Bankers E-Trade. Seine Angriffe legten die Computer lahm und verursachten angeblich einen Schaden von fast 2 Milliarden US-Dollar. Immerhin war es ihm gelungen, das Yahoo-Portal für über eine Stunde außer Gefecht zu setzen. Auch alle anderen von ihm attackierten Webseiten waren vorübergehend offline. Er kam wegen 56 Anklagepunkten vor Gericht und wurde zu 8 Monaten verurteilt. Heute lebt er als IT-Berater in Montreal. Und die Nummer 1. Der Schotte Gary McKinnon, auch bekannt als Solo, war Ende der 90er der Schrecken der US-Armee. Er drang in die Netzwerke der Army, der Navy, der Air Force und schließlich auch in die des Pentagons ein. Im Distrikt von Washington legte er dabei über 2000 Computer für 24 Stunden komplett lahm. Er behauptete stets, keine illegalen Zugriffe getätigt zu haben, weil alle Computer ungesichert gewesen wären. Er hat die Tat bereits gestanden und behauptet, dass er in die Rechner nur eingedrungen sei, um Informationen über UFOs und außerirdische Technologie zu erlangen, wobei er angeblich auch fundig geworden ist. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch seine Tätigkeiten in den Computernetzwerken einen Schaden in Höhe von bis zu 900.000 US-Dollar verursacht zu haben und wollte ihn dafür in den USA vor Gericht stellen. Falls sie ihn in den Vereinigten Staaten verurteilt hätten, hätte ihn eine Strafe von bis zu 70 Jahren Haft und eine Geldstrafe von 1,75 Millionen US-Dollar erwartet. 2012 wurde die Auslieferung endgültig abgewiesen. Natürlich gibt es noch viele weitere Hacker mit einem hohen Bekanntheitsgrad. In diesem Video habe ich mich nur auf 3 Hacker beschränkt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.